wünsche ich euch auch einen unser, schönen Abend. Unser Wochenrückblick, unser ja. Was hat uns bewegt. Ja. Diese Woche, die Frage könnte man auch stellen, was haben wir alles bewegt? Diese Woche können wir wirklich mehr sagen, was haben wir bewegt, ja, richtig. Ja, also können wir gleich anfangen, oder? Mit dem Thema. Ja, also wir haben ja eine Riesenaktion gemacht letzte Woche. Letzten Sonntag. Also letzten Sonntag. Mhm. Ich erzähle die Geschichte kurz, weil es ja eigentlich echt erwähnenswert ist, wie Menschen auch miteinander umgehen können. Ist was sehr Schönes, was da passiert ist, ja. Bin heute noch begeistert. Ja. Also ich bewerbe mich gerade im Endeffekt um eine Atabana-Gruppe oder um die Mitgliedschaft in einer Atabana-Gruppe. Und wer das Prinzip Atabana nicht kennt, also kann man alles mal googeln. Atabana hat eine Homepage, ne? Es gibt den Herrn Ataban, und das ist das, die Geschichte da hinten dran. Im Endeffekt geht es um Solidarhilfe, also wie können Menschen sich gegenseitig ein bisschen Sicherheit verschaffen, ein bisschen Unterstützung und Rückhalt, nennen wir es mal Rückhalt, auf freiwilliger Basis, das ist das Problem, deswegen ist das gesetzlich immer so ein Thema gewesen. Und die Atabana wird ja gerne bezeichnet als alternative Krankenversicherung, wobei ich echt betonen muss, dass es alles andere ist als das. Mhm. Viele, die damit in Berührung kommen, verstehen das erstmal so. Mhm. Aber es hat wirklich mit dem eigentlichen Sinn der Atabana nichts zu tun. Der eigentliche Sinn ist eben, sich gegeneinander, zueinander solidarisch zu erklären im Falle von Not. Mhm. Das ist für die meisten im Moment tatsächlich auf dieses Gesundheitssystem beschränkt. Ja. Auch da ist ja immer die Frage, was ist dann Not? Es gibt zum Beispiel Atabana-Gruppen, die sagen, naja, so eine Schwangerschaft ist jetzt keine Not. Ne? Und auch deine Zähne, Zahnarzt, deine Notoperationen, okay, oder Schmerzen, okay, ist Not. Aber wenn du jetzt sagst, du willst neue Zähne haben, dann spar. Mhm. Ist ja dein Thema, ist ja keine Not. Mhm. Ne? Also, ja. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Und ich habe hier eine ganz, ganz super schöne Gruppe gefunden, schon vor Jahren, habe mich dann nicht mehr drum gekümmert, war irgendwie eingeschlafen für mich. Ich glaube, das ist auch gut so. Aber mal sehen. Ich glaube, heute will ich das gerne mal reaktivieren. Und das Wichtigste bei denen ist halt, dass man sich wirklich schon im Vorfeld ja unterstützt. Das, also wie verhindert man, dass jemand in Überforderung gerät und jemand dann krank wird aufgrund von Überforderung, aufgrund von Burnouts, aufgrund von. Und das ganz Wichtige ist, dass man sich mindestens einmal in der Woche, im Monat eigentlich sieht, weil Solidarität viel damit zu tun hat, mit konnte ich vorher schon eingreifen, hätte ich vorher meine Meinung schon sagen können, hättest du mich gefragt, was mit dir los, dann hätte ich dir vorher schon geholfen, jetzt willst du Geld. Mhm. Ja? Also, um das alles wegzunehmen und den Wind aus den Segeln zu nehmen, trifft man sich und dann weiß man, wie es einem geht. Und besagtes Treffen war jetzt hier, obwohl ich ja noch gar nicht in der Gruppe bin, aber ich so, hey, ihr dürft euch gerne bei mir treffen, war für mich die Möglichkeit zu sagen, okay, ihr wollt mich kennenlernen. Das Beste ist, ihr guckt auf meinem oder unserem, ich kann mich natürlich hier nicht als Einzel darstellen, aber dann kommt doch mal auf den Landsitz und da bin ich ja. Mhm. Da könnt ihr mich ja sehen und fühlen. Und so, das denke ich immer, ist der schönste Weg, sich kennenzulernen. Auf jeden Fall, ja. Und dann haben wir hier einen riesen Subotnik gehalten. Subotnik ist also quasi das russische Wort. Ich kenne es schon aus Russland, deswegen benutze ich es gerne und Sie haben es hier auch benutzt. Ja, weil in der ehemaligen DDR war das ein übliches Wort. War das üblich, also dann kennt ihr das. Das Subotnik ist ein Arbeitseinsatz. Nennen wir es mal so, und bei der Atabana hier in der Gruppe sieht es dann halt so aus, dass wir vormittags arbeiten, mittags essen wir schön zusammen und danach sagen wir uns halt, wie es uns geht. Mhm. Und in unserem Falle haben sie das diesmal relativ kurz gehalten und danach einfach nochmal weitergemacht. Mhm. Der John hat mich zur Seite genommen und gesagt, naja, du, also weißt du, wenn ich es machen würde, würde ich eine ganz schnelle Entscheidung hier treffen und ganz wenig Aufwand fahren bei diesem Hühnerstall, um den es geht. Mhm. Weil du wirst ja hier eh nicht fertig. Also du bist allein, war seine Aussage, hier auf weiter Flur. Das schaffst du nicht. Mhm. Und der John weiß, wovon er spricht, hat 35 Hektar und
Ne? Auf jeden Fall ist das eine sehr schöne Sache passiert. Es hat ein neues Teil des Grundstückes sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Das hat es bisher nicht. Nein, das war unser Schandfleck eigentlich. Weil es der Schandfleck des Grundstücks war, also der Kompost vom Vorbesitzer, der sogenannte lag der voller Kunststoff. Der einfach nur, also jetzt haben die das umgebaggert, jetzt habe ich erstmal das Ausmaß begriffen, wie viel Kunststoff da hinten vergraben war. Das kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen. Ja. Plastikbecher, Besteck, wir haben ganze Besteckschubladen quasi gefunden. Ja. Ich meine, das Metall, okay, aber ein riesen Ja, Areal. Und da, also stand, da stand auch jede Menge Zeug noch, von dem große Teile, ja, so, weiß ich, so Bretter mit irgendwelchen Drahtgebilden da drauf. Ja, ja, genau. Und das haben wir jetzt wirklich alles auseinandergenommen. Ja. Ich habe komplett überhaupt vergessen, Fotos zu machen. Ich habe jetzt ein paar bekommen von den Adabanis. Also nicht, also ich habe kein Vorher-Foto, ich habe nur ein etwa vorher. Okay. Dass man es vielleicht also sich vorstellen kann. Einige, die schon hier waren, die haben das, die kennen unseren Schandfleck. Und jetzt haben wir quasi einen neuen Hühnerplatz. Also wir haben das Häuschen noch nicht. Ne? Klar, ich bin jetzt gebaut dazu gekommen, aber wir haben jetzt den alten Kompost da weggeschaufelt, den woanders ein, also werden das mit grünem Dünger irgendwie uns zurecht wursteln, damit es hält und damit es sich eine Chance hat, tatsächlich verwertet zu werden durch die Bodenarbeit, die da stattfinden muss. Mikroorganismen. Ja, da müssen Mikroorganismen. Die sind, also man muss sich vorstellen, das sind ganz winzige, kleine Kunststoffteilchen, die können wir nicht mehr, die können wir da nicht rausholen. Deswegen haben wir die jetzt irgendwo untergearbeitet, dann nochmal an den Boden drüber und geben jetzt den Mikroorganismen die Chance, das zu ändern. Wir hätten sonst mehrere Kubikmeter Boden quasi wegbringen müssen, aber wir hätten nicht mal gewusst, wohin. Ja. Kannst du Sondermüll kannst du den Vertrag vom Haus kaufen, gucken und das darf da gar nicht sein. Ja. Aber ich will ja das Grundstück nicht wieder hergeben. Ja. Was soll ich sagen? Also jedenfalls haben wir da eine Riesenaktion gemacht, haben einen Bagger kommen lassen, weil das wäre natürlich besonders witzig gewesen, den 10 Adabanis, die kommen noch Schaufeln in die Hand zu drücken, um das Ganze mit der Hand zu machen. Das hätten wir nicht geschafft. Aber ich zeige jetzt einfach mal kurz ein paar Bilder, damit man weiß, worum es geht. Mhm. Oder? Ist das in deinem Sinne? Ja. Ja, sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass du sowas hast. Warte mal. Ja, ich hab keine. Eben, ich habe ja nur welche bekommen. Mhm. Und dann gleichzeitig zeige ich auch noch die zweiten von dir. Möchtest du die auch gleich zeigen? Wir haben deinen Gastank quasi noch befreit, weil sie, wer hat sich beschwert? Nein, dürfen keine Bäume wachsen. Da dürfen keine, ist soweit klar, aber es hat sich doch, irgendeiner hat sich darauf aufmerksam gemacht. Nein, mich hat jemand, nein, das war mir, wusste ich. Okay. Es hat mich keiner darauf aufmerksam machen müssen, okay. Aber ich wusste, dass das dann irgendwann ansteht, dass die sich beschweren, ja. Aha. Weil es ist einfach gefährlich, wenn um den Gastank herum sich Bäume sieht man gleich, wie gefährlich, weil wenn man so dann wegmacht, trifft man deine Gasleitung. Du hattest 3 Tage kein Gas. Ja. Egal, gleich das heißt, erzählen wir kein gleich. Gas heißt bei mir, ich konnte weder kochen, weil ich auch mit dem Gas koche. Ich konnte weder warm duschen. Du hättest Feuer machen können. Du hast eine Küchenhexe. Ja, aber doch nicht, wenn draußen warm ist, dann wird es viel zu warm. Das ist so scheißkalt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, also ich finde es noch also, recht warm. Ich zeige einfach mal kurz ein paar Bilder. Ja, also zumindest an den Tagen war es noch sehr warm, Simon. Du kannst das ja kommentieren, oder? Da muss ich nicht jedes Mal aufstehen. Ja, ich, wenn ich sie sehe. Ich halt da hinten sitzen bleiben, weil man sonst auch wohl. Vielleicht hört man mich auch von hier, oder? Mal gucken. Ja. Also das ist ungefähr das besagte Regal. Mhm. Ja, also das sind 2 Regale, 2 Schwerlastregale. Und dahinter, wo der Bagger ist, da sollen also quasi irgendwann die Hühner hin. Und das Ganze muss jetzt auch... Also, ja, aber da wie das schon, aussah, sieht man schon nicht mehr. Nee, also, aber ihr seht schon, da vorne ist ganz viel... Das war voll mit Müll. Ganz viel Material aufgeschichtet. Das hast du, davon hast du Foto. Nee, das ist jetzt, das sieht man ja hier vorne schon, weißt du? Ja. So, dass wir da also wirklich aufgeräumt haben. Das musste jetzt, ist jetzt komplett weg. Ne? Das ist also jetzt eine Freifläche geworden. Dieses Ding alleine wiegt halt schon richtig übel. Also wir haben das mal versucht, hier so anzuheben, mit der Schaufel mal eben, ne, so. Geht aber gar nicht. Wir mussten das komplett auseinanderbauen, damit man es überhaupt bewegen kann. Das war ein schweres Stahlregal.
ne, so wurde es dann langsam auseinandergeschraubt. Und ihr seht, da sind einfach ein paar Menschen am Werk. Und das war halt das sehr Schöne, dass man einfach, jeder war fasziniert. Ich kenne das ja schon, weil ich war ja selber, also die haben sich im Endeffekt, wie schön, dass wir bei dir sein dürfen, um dir das, was du ja auch schon gegeben hast, wiedergeben zu dürfen. Ja. Ne, weil ich war da auch schon auf mehreren Arbeitseinsätzen. Ja, genau, du warst schon öfter da und hast bei anderen Arbeitseinsätzen mitgemacht. Genau. Die anderen hatten keinen Bagger, so wie wir. Also wir haben dann wirklich hier Material weg, das musste weg. Ihr seht, also es wird da hochgeschaufelt zum Berg. Gleichzeitig haben wir dann die Gelegenheit genutzt, um einen Weg zu dir in deinen Garten hinten durch quasi zu machen. Weil man so gar nicht dahin kommt. Damit da mal auch mal Fahrzeuge reinfahren können, welcher Art auch immer. Ja, also zum Beispiel. Also jetzt kommt sogar der blaue Klaus hoch. Ja, ja, also das ist ganz gut, weil du wolltest eh noch was da abgeschnitten ist, da runterholen. Ja. Das war dein Tank vorher. Ja, man sah also von dem Tank nichts. Er war völlig überwuchert. Es wuchsen inzwischen schon Bäume dort, die sich selbst ausgesät hatten. Dort Ahorn und solche Sachen alles. Also dazwischen steckt mein Gastank. Genau. Ja. Jetzt, und das ist, nachdem er freigeschnitten war, jetzt. Allerdings ist da was passiert. Ganz hinten, wo das Rohr ist, wuchs ein Ahorn und der war also die Stämme waren schon recht dick. Drei Stämme gingen da aus dem Boden. Mhm. Und dann hat einer gesagt, er sägt das ab, aber der hatte wohl noch nie mit so einer Säge gesägt. Ja? Ja. Er hatte so eine kleine Elektrosäge. Das Rohr da. Ja. Und, aber da ist er schon weg, der Stamm. Ja. Und dann hat er an dem Stamm gesägt und ist aus Versehen an das Rohr dran, ist abgerutscht, aus Versehen an das Rohr gekommen und das Rohr war aufgesägt. Ja, wir haben sofort Gas abgedreht. Dann musste der Installateur, den wir sofort angerufen haben, und den haben wir sonntags noch angerufen. Ich habe mich geschämt, ihn sonntags anzurufen, aber ich wusste, das wird er sonst. Also wirst du ja. Und er hat dann, musste dann erstmal so eine Manschette dafür besorgen, dass er das machen kann. Und das hat halt 2 Tage noch gedauert. Ich hatte halt 2 Tage, konnte weder kochen noch selbst aber Kaffee machen halt und solche Sachen alles. Er muss sich ja nur melden, dann wüsste ich es. Aber ich sitze hier und warte und warte und warte und du sagst, hey, kommt der Klempner? Ja, so. Ja, auf jeden Fall bin ich dann zum Duschen mal hin und wieder zum Simon rübergegangen ins Haus. Siehst du, ich heize mein Wasser mit Holz. Ja, genau. Funktioniert immer. Ja, also das war die Nebenwirkung von dieser Aktion. Ja, ich bin aber so glücklich, dass dieser Gastank wieder befreit ist von dem ganzen Bewuchs. Und dann haben sie dir noch das Dach sauber gemacht, das Vordach, die Regenrinne. Ich habe ein paar Tage vorher gedacht, ich muss dringend in den nächsten Tagen die Regenrinne freimachen. Und ich habe nichts gesagt, aber das haben die so gesehen und haben das dann, sind dann da hochgeklettert und haben das noch gemacht. Das sind so unglaublich schöne Menschen. Ja. Wahnsinn. Ja. Also, und was dann wirklich so 7, 8, wie viel waren wir denn? Ich weiß es nicht. Menschen, die da so anpacken, in 3 Stunden, naja, nachher waren es bestimmt 4,5. Ja, aber es ist unglaublich viel geschehen. Ja. Arbeiten. Ja. Irre. Ja. Komplett irre. Ich meine, jetzt steht wieder alles vorne zum Schrotti, muss es. Ja, jetzt steht natürlich alles voll mit Müll. Alles voll mit sortiertem Müll. Mit sortiertem Müll. Ist schon mal nicht schlecht. Ja, er ist sortiert. Teilweise kann man jetzt das Holz Ganze verbrennen. Und das Metall werden sie dir aus den Händen reißen. Also muss man ja nur anrufen. Wahrscheinlich macht wieder keiner. Aber, also vor allen Dingen, wir haben jetzt demnächst Hühner. Ja. Das ist wieder so eine Aktion. Ich habe das ja immer nur... ist eines dieser Projekte, manchmal ist es bei uns so, dass wir gerne alle wüssten, dass wir was hätten, aber keiner bringt das in die Materie. Bis ich dann auf den Tisch schaue und sage, pass auf, ich habe jetzt Hühner angeboten, bekommt dann so ein Ding. Ich habe gesagt, ich habe jetzt gerade Hühner angeboten bekommen. Und ich sage mal, normalerweise brauchst du jetzt nur so ein Gartenhaus, ne? Irgendwie. Ja, aber das müssen wir jetzt erstmal bauen. Genau. Und dann habe ich, aber das ist ja nicht so viel Aufwand. Und es ist eine Frage von Geld, Iris, wie gerne wollen wir Hühner haben? So, wir können sie jetzt haben. Okay, wir machen das. Und dann war das vor
8 Wochen oder so, also vor den, kurz, nein, nee, stimmt, ist ein bisschen länger, 10 Wochen vor den Ferien. Und jetzt haben wir quasi schon mal das Areal dafür, weil die war, klar war jetzt die ganze Zeit, wo kommt das überhaupt hin? Mhm. Wie müssen wir das machen? Wie ist jetzt auch schon geklärt? Jetzt muss das noch bestellt werden, so Stabmatten und so weiter. Und also ihr wisst schon, wie es macht. Ja, ein Hochsicherheitstrakt für die Hühner. Ja, hier im Wald muss man das. Die Hühner muss man von allen Seiten schützen. Von unten, von Seite, von oben. Genau. Und das halt, also es war halt einfach jetzt eine Frage der Manpower und das Ding war natürlich schon, ja. Also wir haben uns jetzt auch ewig, also ich weiß nicht, wie lange haben wir den Termin mit der Atabana ausgemacht, war schon eine Weile, wo wir halt gesagt haben, okay, was machen wir denn mit denen? Ne? Ja. So, und dann kam das halt genau so, bam, so, jetzt, so brauchen wir das. Ja. Ganz super schön und dann natürlich haben wir da einen Baggerfahrer dabei, der in 2 Tagen das wegrockt, was ich mit so einem, ich würde ja erstmal 2 Tage brauchen, um so ein Ding, was ich mir gemietet hätte, irgendwie fahren zu können. Ja, genau. Aber da war einer von Atabana also dabei, Profi, der das, ein Vollprofi, Profi, der das konnte. Der dann diesen Mini-Bagger da bewegt und hat. Der ist, also ich der ist dann am nächsten Tag nochmal gekommen und hat noch, wir haben hier einen Südhang. Genau. Ja, und den, da wollen wir einen langfristig. Hätte ich viel davon machen können jetzt noch. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Langfristig ein Anlehngewächshaus dran bauen. Das heißt, wir haben vor, hatten vor, es ist ja geschehen jetzt, von dem Hang ein bisschen was gerade abzukoffern unten. Mhm. Und daran ein Anlehngewächshaus zu bauen. Hinten die Wand von dem Hang. Da eine Mauer vorzustellen, so eine Trockenmauer, die einfach die Wärme speichert. Mhm. Genau. Und da bauen wir quasi das Gewächshaus. Und Iris würde gern daneben auch noch was mauern, um dort ein paar Himbeeren hinzupflanzen, die dann hier schön Wärme von hinten haben, weil wir lieben einfach Himbeeren. Ja. Ja, das war mal ein Event. Aber leider, leider hat natürlich so ein Bagger auch, was halt sehr schade ist, die Wiese schon. Ja, aber das musste, irgendwann musste einfach mal einen Eingriff machen. Man sieht die ganzen Spuren auf der Wiese. Ja, aber deswegen habe ich ja damals gesagt, wir wollen, also wenn wir ihn holen, müssen wir ihn holen und alles machen. Das haben wir nicht geschafft. Ja. Wir hätten gerne noch einen Permakulturgarten im Neuen. Wir haben das Permakulturprojekt abgesagt, weil wir es nicht schaffen. Mhm. Also wir schaffen es einfach nicht bis dahin, wo es waren Anmeldungen ja da, 6, 7 Anmeldungen. Machen wir es im Frühjahr. Wir wiederholen es, es tut uns auch mehr, also mir tut super leid, aber wir schaffen es nicht, es war zu viel, wir waren zu viel krank zwischendrin, zu viel, also es war einfach zu viel. Ja. Und ich müsste jetzt erst, wir müssen jetzt einfach ganz andere Dinge machen gerade, also Holz hat völlige Priorität jetzt, irgendwie müssen wir einfach mal anfangen, der Winter ist ja noch mal fast da. Ne? Ja. So, dass wir da ein bisschen umplanen mussten. Aber für mich, wie gesagt, das Highlight schlechthin, erstens, ich würde mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, ich liebe diese Menschen. Das nicht erst, seitdem sie hier auf dem Grundstück gearbeitet haben. Vorher schon, ja. Ganz wundervolle Menschen. Und sowas ist irre. Mhm. Dann plötzlich... Also, da bist du immer alleine. Seit Jahren wuchs ich hier alleine vor mich hin, verstehst du? Und dann kommen einfach mal 10 Menschen und sagen, ja, und die, nicht, dass du denen sagen müsstest, was zu tun ist. Nein, die brachten ihre Arbeitshandschuhe teilweise mit, alles. Ja. Und also haben sofort angefangen. Die sagen dann nur, Simon, hast du das Werkzeug? Ja, da. Mhm. Und dann machen die weiter. Mhm. Schießt das war schon genial. Und dann stellen sie die Leiter an und gehen aufs Dach. Und die Frauen haben bei mir da oben das Ganze gerodet. Ja. Genau. Ich hab nur gestanden, ich habe ständig Reiseäste weggebracht. Genau. Ja, auf den, ich musste leider zwischendurch viel hin und her springen, nicht leider, um irgendwelche Sachen zu organisieren oder irgendjemand Werkzeug zu vermitteln oder zu gucken, ob das richtig ist oder. Ey, aber es hat total Spaß gemacht. Ja. Und das Ergebnis ist natürlich gigantisch. Das hätten wir nie angefangen, so ein Projekt. Ja. Weil wir wir hätten ja schon nach dem Aufräumen aufgehört zu sagen, jetzt müssen wir anders machen. Ja. Das wird nichts. Apropos Hilfe, ich darf mal ganz kurz einen Hilfeaufruf starten. Ja, für wen? Ich bräuchte, also ich habe einen Flur, der wird gemacht, jetzt im November. Da kriege ich schon Hilfe. Da muss alles runter, der ganze Putz runter, weil bei mir in dem Flur ist
Kunststoffputz, der lässt die Wand nicht atmen und die Wand ist feucht. Ich habe schon Salpeter unten drin und da, das muss alles runter. Der obere Teil des Flurs, den würde ich dann aber gleich gerne einmal mitmachen. Das ist ja blöd, wenn ich jetzt unten mache und später irgendwann mal oben. Aber das ist es, da muss die, da ist auch Kunststofftapete und die muss runter. Und der Rest streichen. Ich weiß noch nicht, wie ich mache, da brauche ich Hilfe von dir, wie man das macht. Das, weil es ist Treppenhaus. Ja, und ich komme da gar nicht oben dran teilweise. Dann muss man sich eine Verlängerung bauen. Ja, ja, also da brauche ich in der Beziehung deine Hilfe, aber ich will nicht, dass du jetzt bei mir da das Treppenhaus machst. Du hast genug hier zu tun mit Holz machen und so weiter. Ja, deswegen sage ich ja, ja. Ja. Und deswegen, also wenn jemand Lust hätte, am besten ein größerer Mann, der auch ein bisschen größer ist als ich, der mir hilft, diese Kunststofftapete im Treppenhaus abzumachen und dann einmal das Treppenhaus zu streichen. Ich zahle das auch. Ja, du kannst auch Philipp anrufen. Philipp hat ja, der macht mir ja unten. Der hat gesagt, ihm wäre lieb, wenn ich oben das schon gemacht hätte. Ah, aber Philipp macht das unten. Ja. Und da ist ja immer ein Vollprofi. Da habe ich einen Vollprofi, ja? Der macht das. Und ich würd da auch was für bezahlen. Nicht, dass ich das kostenlos will, aber ja, ich würde mich freuen, wenn es jemand macht, gegen Kostlogie und ich zahle auch was dafür. Und ein paar schöne Gespräche. ja. Und Gott sei Dank musst du deine E-Mails jetzt nicht beantworten. Ich muss die Luisa warnen, ja. Luisa genau. Hat nach, denn sie waren, ich glaube, anderthalb Wochen nicht im Büro. Oha. Und dann hat sie das E-Mail-Programm aufgemacht, nachdem du den Newsletter geschickt hast. Ja. Und stand da fassungslos davor. Naja, aber das sind viele Rückläufer von Newsletter. Und dann hat sie nur gesagt, wieso 454? Naja, da gehen das, also das ist nach dem Newsletter immer, nach dem Rundbrief, weil da kommen viele, die sich nicht abgemeldet haben, aber nicht mehr erreicht, also die E-Mail existiert nicht mehr. Ja. Und dann kommen, das sind alles so Rückläufer. Das müsste man müsste sich da hinsetzen, das alles mal löschen aus dem Programm. Aber da kommt Nina gar nicht dazu. Ja. Ja. Das nennt man klassischerweise, Iris sagt mir immer, das Messer schärfen oder die Säge schärfen, wenn man das macht. Weil man sich kurz angeguckt hat, wie das Werkzeug besser funktionieren würde und anstatt jedes Mal 50 E-Mails gleich zu löschen, sie gar nicht erst reinkommen zu lassen, ist auf Dauer wesentlich cleverer. Ja, ja, aber ich kann sowas nicht. Ja, das stimmt. Ja, am Samstag waren wir dann noch, hatten wir einen Vortrag. Ja. In Erzhausen, habe ich heute. Erzhausen. Genau. Habe ich heute online gestellt für die Studienkreis und Forscher unter euch. Könnt ihr euch angucken. War sehr schön da. Also ich fand eine sehr schöne Atmosphäre. Die Menschen waren toll und da waren sehr, sehr viele, die überhaupt noch kein Buch gelesen hatten. Und trotzdem haben die wirklich gute Fragen gestellt und waren interessiert und tust du, als könnten nur die Menschen, die Bücher gelesen haben, gute Fragen stellen? Also ich bin anderes gewohnt, an Fragen, wenn Leute zum ersten Mal kommen. Also die waren schon ziemlich gut, fand ich, die Fragen. Ja. Ist ein bisschen schade, weil das habe ich ja festgestellt in der Aufnahme, dadurch, dass wir die Mundmikros benutzt haben. Ja. Also oh Gott, wie heißt es denn jetzt? Die zum Anklicken. Oh Gott, die Alzheimer, weißt du. Ja. Sind die Fragen natürlich extrem leise und kaum zu verstehen. Ach, hätten wir die wiederholen müssen, ne? Ja, ja gut, wir lernen. Moderationsfehler. Ja, meinerseits. Wir lernen. Also wir lesen gerade den Chat, da steht, coole Leute, die das können und gerne außerhalb ihrer Arbeit sowas machen, sind aus dem Baumarkt. Ich sage jetzt nichts gegen meinen Baumarkt hier vor Ort, aber nein. Ja.
Da weise ich auf, da gibt es wesentlich fachkundigere Menschen. Das sind bestimmt super Baumarktverkäufer und Macher und Tuer und. Ja. Wofür willst du nachfragen? Ob da ein paar Leute dir helfen wollen. Für deinen Aus. Flur, liebe Christa, steht doch Naja. Na, aber keinen aus dem Baumarkt, den. Warum? Nein, Wenn das ich. kann. Ja, gut. Aber es geht dir mehr um den Kontakt, dass man auch mal was, wer die Gelegenheit nutzen möchte, über Talus von Artus seine Nachfragen persönlicher Art und Weise zu stellen Ja, also ich. und dafür auch noch ein bisschen Geld kriegen möchte und Ja, 2 Tage genau. auf dem Landsitz verbringen möchte und Genau. der könnte dafür deinen Flur machen. Das war eher die Ja. Variante. Wenn wir jemanden wirklich einen Profi reinholen wollten, wäre das natürlich auch hier machbar, abgesehen davon, dass du einen Termin vielleicht in einem halben Jahr kriegst. Ja. Aber Ja, also da würde ich jetzt keinen Termin wahrscheinlich mehr kriegen, bevor der Philipp kommt. weißt du, wann er kommt? Im November hat er gesagt, Ja, der dann. musste sich ja nach seiner Firma recht richten. Ja. Ja, Vortrag, wir waren beim Vortrag, wobei war es bei guten Fragen. Es waren schöne Fragen, die gar nicht mal so, wie soll ich das sagen? Also wo man durchaus gemerkt hat, dass da Substanz hintersteckt. Ja, das meinte Ja. ich ja mit gute Ja. Fragen. Ja. Ja, also das Niveau war gut Was dort. hat sie gesagt? Was hat sie gesagt zum Schluss? Es war höchstes Niveau, Ja? allerhöchstes Niveau. Ja, es Ja, haben es war einige gesagt. ein Ja? schöner Vortrag auf allerhöchstem Niveau. Ja, genau. Studienkreis und Forscher können das jetzt online anschauen, Ja. wenn sie wollen. Nee, jetzt müsst ihr uns schauen und danach könnt ihr dann den Vortrag schauen. Ja, dann möchte ich gleich, wo wir über den Vortrag sprechen, Ja. die Gelegenheit nutzen und diese Heftchen mal zeigen. Mopf. Mopf. Gibt es auch einen Also, Untertitel oder ist das nur Mopf? Mopf. Mopf. Die Frau Appel, die Halt's in die diese. Kamera. Die Frau Appel, ja, ich zeig mal eins. So, eins, das sind so kleine Kinderheftchen, die kosten 1,95. Und ja, Mopf und die Ehrlichkeit. Mopf trifft auf Ricardo Leppe. Ja, Wie alles. geil ist das denn? Ja, Mopf trifft auf Ricardo Leppe. Lernen macht Spaß. Hier ist Galeron und die Energie der Bäume. Komm, lass mal näher dran halten. Komm, ich halte dich Ja. mal rein und mach mal was zu Mopf. So. Wir Dann, verkaufen das nicht. Kein, also nein, braucht er nicht nein, gucken. Mopf zeigt uns Wege zur Dankbarkeit. Das sind jetzt, sie hat mir mal ein paar mitgegeben. Mopf auf der Suche nach dem Lachen. Ja, und sie sind so für Schulkinder, würde ich sagen. Also ich habe Hast du sie alle gelesen? nee, noch nicht. Ich muss das jetzt lesen, Ja. weil es wird nämlich von diesen Mopf-Büchern eins entstehen über Innererde Mopf tatsächlich. trifft Christa Jasinski. Also es steht Ich ja immer kann. hier. Und wie würde es dann heißen? Also hier steht, würde dann stehen, Mopf trifft. Keine Oder. Ahnung, ja, also auf jeden Fall, hier gibt es dann auch noch Mopf, findet Wege in die Gelassenheit oder Mopf feiert mit den Naturgeistern oder Mopf und der Besuch aus dem All, Mopf Zwei und die Geduld, ja. 2,65 € für so ein Heftchen ist jetzt auch nicht die Welt, würde ich Hier sagen. 1,95, kostet Hier 2,65. 2,65 Ja, dann ist das das die Nummer Neuere 3 hier. vielleicht. Apple Verlag Kannst du www.mopf.net. ja drunter setzen mal. Kann ich. Ne? www.mopf.net. Und es ist der Apple Verlag. Ja. Die Frau Apple Und da war wird es nämlich auch auf eins dem. tatsächlich geben für Kinder, also es ist für Kinder, damit sie an die Innererde gleich mal Herangeführt werden. herangeführt Ja, werden. genau. Ist, Die also. Dame hat mit dir gemeint, dass sie diese, da kennt ihr euch her, diese Wir, Sprachforschung die, machen. die, ja. Die Frau Appel ist auch bei den wie nennen die sich, die deutsche Sprache, nach den verlorenen Worten der deutschen Sprache suchen. Ja, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie der Verein heißt. Oh Gott, ist nicht schlimm, find ich für nächstes Mal raus. Ja, und die suchen halt die
Es gibt ganz, ganz viele Worte, die wir eigentlich nicht mehr benutzen, ja, in der deutschen Sprache, und die stellen die zusammen. Vielleicht stelle ich das beim nächsten Mal dann vor. Mhm. Ja, dann habe ich auch die Homepage parat und so ein bisschen was daraus. Ich habe da am Anfang mal mitgemacht, aber ich habe gemerkt, das schaffe ich nicht. Obwohl, ich habe dann deshalb mitgemacht, weil Sprache ist ja mein Ding, die deutsche Sprache, ja. Also das wäre so ein Hobby gewesen, ja, das zu machen für mich, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe gerade auch einige Dinge nicht, die mein Ding wären. Ja, ja. Aber das fand ich ganz schön und möchte für diese Heftchen, für Schulkinder süße Heftchen, ja, so wie früher die Pixi-Bücher. Pixi-Bücher, genau. Das ist klar, der klassische, also mich erinnert es halt an den Gegenentwurf zu den Pixi-Büchern sozusagen. Ja, also wenn, genau. Ich musste immer dran nachdenken, also ich... Ja. Wenn ich sage, ich mache sonntags einen Gegenentwurf zur Tagesschau, damit die Gedanken anders gelenkt werden. Ja, und dann ist das ein Gegenentwurf zu den Pixie-Büchern. Gegenentwurf zur, also ich glaube, hältst du die Pixie-Bücher für sonderlich wertvoll? Nee. Ich hoffe, sie... Das sind die ganz sicher. Qualitativ. Also ich habe reingeguckt so ein bisschen, hab auch mit ihm, mit deinem Kleinen, weil der sah die und wollte, dass ich ihm die vorlese, ist natürlich nicht drin, mit ihm die Bildchen angeguckt halt. Und deswegen... Sind da Traktoren drin? Sind da Traktoren drin? Nee. Ja, einen Traktor hat er gefunden. Einen hat er gefunden? Ja. Mhm. Sonst fand er die Bilder trotzdem gut. Ja, schon. Also er liest auch Dinge ohne Traktor. Bei mir nicht. Ja, nee, aber da war er begeistert, als er dann den Traktor sah, da drin. Ja. Sogar einen Traktor gibt es. Ein Traktor war es, ja. Genau. Ja, das soweit zu unserem samstäglichen Vortrag. Simon hat da sich auch sehr aktiv dran beteiligt und ich finde, du machst das richtig gut. Und ich finde auch, wir ergänzen uns sehr gut. Das finde ich auch. Dabei. Ich bin trotzdem froh, dass du immer noch da an meiner Seite bist, weil ich glaube, manchmal würden sie mich einfach zerreißen gerne. Manchmal finden sie es ja auch ganz gut. Es gab doch gewisse Widerstände, muss ich sagen, nur weil ich gegen Heiler vorgegangen bin. Und so. Also, nein, du bist ja gar nicht gegen Heiler vorgegangen. Nein, aber da trittst du sofort Menschen auf die Füße. Also weil man ja nicht einsehen will, dass diese Menschen, die immer so gute Sachen tun und immer so toll, dass die Fehler machen. Dass die einfach... Wenn sie heilen, ohne die Ursache zu beseitigen. Darum ging es. Überhaupt, dass es ganz viele Menschen gibt, wo niemand verstehen kann, warum sie früh versterben oder krank werden. Ja. Und da bleibt halt die Antwort der Gesetze bleibt eben gleich. Ja. Weil sie innerlich so viel Aggressionen gegen sich selber aufgebaut haben, dass sie daran elendig zugrunde gehen und dass das dass es ein Unterschied ist, ob du auf äußerlicher Basis irgendwie ein guter Mensch bist. Ja. Und innerlich völlig in die Aggression gehst, ja. Also gegen, weil du Menschen verurteilst, die nicht so sind, weil du eben nicht in der Liebe bist. Naja, ich sehe da auch eine Parallele zu Alf, der deshalb da reingegangen, weil er wollte immer, dass man ihm glaubt. Ja. Und er hat gekämpft, er hat darum gekämpft, ja, obwohl es nichts mehr gebracht hat, dieser Kampf. Ich hatte sogar noch ein Coaching die Woche. Aha. Ja. Ich erzähle das nur, weil das für mich ein interessantes Thema, also es hat mehrere interessante Themen beinhaltet, aber es ging vor allen Dingen auch um also hatte ich nicht, aber jemand anders. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich gerade auch einen Klienten habe, der mit demselben Thema zu tun hat. Mhm. Diese nicht geborenen Zwillinge. Also es gibt sehr viele Menschen anscheinend, oder relativ viele Menschen, die eigentlich zu zweit in einen Körper reingehen und einer kommt nicht durch. Yeah. Und diese Zwillinge, nicht geborene Zwillinge, die sitzen dann quasi noch manchmal da so rum und führen zu Partnerschaftsschwierigkeiten anscheinend, weil eventuell der Partner eigentlich an dir gar nicht interessiert ist, sondern an dem Zwilling, der da sitzt. Ja, kommt das vor? Ja. Das kommt anscheinend sogar relativ häufig vor oder eben das Gegenteil passiert, dass wenn er den Zwilling irgendwann bemerkt, er von dir eigentlich nichts mehr wissen will, obwohl er eigentlich dein Mann ist
oder weißt du, also das einfach fand ich hochspannend. Doch nochmal, also war mir bekannt, aber in dem Ausmaße jetzt doch nicht. Wie gesagt, mich selber hat es nicht betroffen. Ich musste noch irgendwie zwei Leitsätze loswerden, weil ihr euch getrennt hattet. Also Luda und du habt euch ja getrennt. Da war ich ja nicht so alt. Das heißt, du hast selbst nicht ein Coaching mit anderen? Nein, für mich. Für dich. Ich hatte ein Coaching, genau. Und das hat mich nur an manche Fälle natürlich erinnert. Ne? Habt ihr da so mit? Und habe eine neue Technik kennengelernt. Also hier Klopfen nach Klinghardt kenne ich noch nicht, aber scheint wirksam zu sein. Muss ich mir mal angucken und so. Aber wollte ich, also diese Zwillinge, das habe ich auch nochmal, mich auch nochmal bewegt die Woche. Das glaube ich dir. Da gibt es schon noch einiges, was ich auch nicht immer im Coaching auf dem Schirm habe. Das ist immer mal ganz praktisch spannend, sich das von anderen Leuten anzugucken, wie die das machen. Ja, es ist immer sinnvoll. Also ich letztendlich weiß ich auch, dass also gute Krankenhäuser oder so für ihre Ärzte und so auch Supervision anbringen machen und solche Sachen. Alles ist ganz wichtig eigentlich, dass man sowas auch mal macht, dass man selber auch mal in der Situation ist. Ja, natürlich. Das ist ja nicht das erste Mal, aber also. Yeah. Was ist, der Link ist gelöscht? Achso, wahrscheinlich kann man keine Links hier reinschreiben, oder? Kann das sein? Müsste ich mir angucken. Also, was ist die Webseite, was auf Telegram ein Kanal verlorenewortede ist? Ja, das ist es, genau, die verlorenen Worte. Also www.verlorenewortede. Ah, danke schön, ja. Ja. Ja, aber ich kann das trotzdem mal. Noch mal in der Sendung vorstellen. Ich würde gerne noch etwas tun. Ich habe ja vor vielen Jahren den Garten Veden, diese Zeitschrift, ins Leben gerufen. Und ich weiß nicht, im Augenblick scheint das Interesse daran zurückzugehen. Auf jeden Fall, drei Damen, die das jetzt noch machen. Ich bin ja ausgestiegen vor einem Jahr, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Und die drei Damen, die das machen, sagen, dass die Abos gehen zurück und sie wissen noch nicht, ob sie im nächsten Jahr weitermachen. Ich fände es sehr schade, deswegen möchte ich gerne noch mal ein bisschen Werbung dazu machen. Der Garten Veden war eigentlich eine, oder ist noch eine Zeitschrift von Lesern, der hat Anastasia-Bücher für Leser letztendlich. Und es gibt immer jeden Monat ein bestimmtes Thema. Hier war es im August 2020. Ich habe einfach mal ein paar Hefte genommen. 2020, da ging es um die Sprache. Und dann sind dann lauter Artikel drin, die einmal von Lesern sind, aber auch von den beiden Machern, die es schreiben. Oder sie wissen halt, wer was dazu schreiben kann. Inzwischen haben sie ihre Autoren auch so. Ich habe da auch schon mal für geschrieben. Für so ein paar, du hast da auch schon für geschrieben. Ja, ich habe da ganz viel schon für geschrieben. Ja. Hier war jetzt im April 2020 das Thema Äther. Ja. Hier, das ist die neueste, vom Mai 2020, das Thema biologisches Heilwissen. Ja, die Zeitschrift, es lohnt sich eigentlich. Ich finde das schade, dass sie jetzt so, es sind also viele Abos nicht mehr erneuert worden, die vorher da waren. Sie hat keine Werbung, das heißt, es verdient keiner wirklich was dran. Die drei Damen stecken da unglaublich viel Mühe, Liebe und Zeit rein. Und was sie dafür kriegen, das ist ein Taschengeld, mehr nicht. Aber ist es nicht, bei was kostet das online? Ist ja, normalerweise ist das ja ein Online-Magazin, ne? Nee, das ist auch Print. Ja, beides. Ja. Es war immer beides. Ja, aber also Print ist die teurere Variante. Das ist hier, zahlt man halt den Druck noch dazu. Genau. Aber man kann es auch online abonnieren. Hier kommt dann natürlich auch der Versand noch dazu, wenn man das so will. Aber wenn man die Online-Version will, die ist um einiges günstiger. Ich habe die Preise aber jetzt nicht. Das steht alles auf der Seite. Geht mal auf die Seite gartenveden.de einfach nur. Nicht Verlag. Nicht Verlag, Gartenveden Verlag. Es ist ein Unterschied. Einfach nur
gartenweden.de. Ja, ich kann es nur empfehlen und ich fände es sehr schön, wenn sie weitergingen. Vielleicht hat der eine oder andere auch Lust, ja mal regelmäßig dafür zu schreiben. Die suchen immer wieder Menschen, die auch... Ja, oder es gibt auch vielleicht ein neues... Also vielleicht gibt es jemanden, der das unterstützen kann. Oder ja, oder jemand, der das unterstützen kann, genau. Also Ahnung, es hat uns jetzt wieder jemand aus dem Studienkreis angeboten, uns beim Layout zu helfen für den Lehrbrief. Oh, das wäre gut, ja. Ja, ich fand es jetzt bisher nicht so schrecklich, muss ich sagen. Aber meinst du, findest du besser? Also, es war nicht gut. Es bräuchte es dann viel früher. Ja, gut, da muss ich mich drum kümmern. Mache ich dann. Weil sie bräuchte dann mindestens, ich habe jetzt eigentlich schon abgesagt, weil wir das nicht schaffen, aber sie bräuchte es dann mindestens 10 Tage, bevor ich es in Druck gebe. Ja, ja, dann muss das entsprechend vorbereitet werden. Ja, mach ich. Also, da kann ich mich nachrichten, Simon. Ich könnte also jetzt den nächsten schreiben. Du musst? Ja. Ja, mhm. Du musst drehen. Ja, alles klar. Kommt der morgen dran. Ja, soweit zum Gartenweden. Vielleicht schreibst du diese beiden Homepages nochmal drunter. Oh Gott, was war das jetzt alles? Das war der Mob. Ja. Ja, und gartenweden.de. Ja, schreibe ich die drunter. Mhm. Ja, ansonsten war hab ich nichts mehr. Nee, ich auch. War aber viel, so viel los, auch mit Nacharbeiten noch Vorarbeiten. Und ich habe einiges auch wieder geschrieben, so, aber das ist noch nicht so weit. Gibt es was Neues zum Bild? Nehmen wir das Bild. Steht das gut? Oh, das Bild wird sehr schön, ja. Also, damit ihr wisst, was Simon meint, es geht um unser neues Buch. Im Universum ist alles ganz einfach. Und wir hatten ursprünglich dann einfach vor, was aus dem Internet, ein freies Bild, was also frei ist, zu suchen oder was man bezahlen kann, ja. Und zwar dachten wir an Wirbel im Universum, irgendwie sowas in die Richtung. Und wir haben nicht wirklich was gefunden. Also was es gibt inzwischen unheimlich viele KI-generierte Bilder da draußen. Ja, ja, ich weiß. Das ist total grausam. Ja, ich weiß. Ja, aber bitte weiter. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, einen Freund, den Matthias, ich habe einfach gedacht, ich frage den mal, weil der immer wieder solche Skizzen macht, ja, zu diesen Themen. Der lebt davon, der macht ganz viele Skizzen zu solchen Themen. Und ich habe gedacht, ich frage ihn, was er gemacht hat. Also ich habe jetzt, es ist noch nicht fertig, aber ich finde es klasse, es passt perfekt, ja. Und es ist von jemandem mit Hand gemalt, ja, es ist ein schönes, schönes Bild. Nina hat sich auch sofort bereit erklärt, das Bild zu bezahlen. Ja, musste sie ja machen, aber auf jeden Fall, ja, es kommt ein sehr schönes Bild auf unser neues Buch und ich hoffe, dass es wirklich diesen Herbst noch rauskommt. Ist jetzt, Lektorat ist fertig, es ist im Layout. Der arbeitet gerade mit der Sanrea zusammen, die das Layout für das Buch erstellt. Also der Matthias. Ja. Der das Bild macht. Ja, das war's. Unsere Woche. Das war die KW38, habe ich am Anfang gar nicht gesagt, aber jetzt habe ich es noch erwähnt. Muss das unbedingt rein, ja? Nö, schaut sie nachher eh rein. Ja, dann, weißt du schon, was Montag oder noch, was Montag ist? Nee, für ein Thema? Was soll ich dir sagen? Nee. Überhaupt noch eins? Ich habe letztens gedacht, hoffentlich stimmt das nicht. Ich habe letztens gedacht, intuitiv, wahrscheinlich ist jetzt das Quartal auch schon wieder vorbei, oder? Also ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Nee, am Montag, doch, ich hatte nachgeguckt, genau, Judas-Evangelium. Ah, gut. Und danach haben wir tatsächlich das letzte. Und dann müssen wir neue. Neue machen, neue Themen. Wir müssen neue machen. Ja, brauchen wir wieder Anregungen von euch. Ja. Genau, ihr dürft euch ganz viel wünschen, was wir an Themen machen, wenn ihr wollt.
ob wir es dann machen oder nicht. Aber ihr dürft es euch wünschen. Wünschen darf man sich vieles. Ja. Was wir davon machen, sehen wir dann. Ja, alles klar. Judas Evangelium. Sehr gut, weil Judas wurde ja völlig falsch dargestellt von der Kirche. Eine hoch missverstandene Persönlichkeit. Ja, und, aber das hat er gewusst. Und er wusste es. Und er wusste es. Hat es trotzdem gemacht, weil er ihn so sehr geliebt hat. Ja, genau. Ja, ja, dann einen schönen Abend noch. Wir sehen uns spätestens am Montag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.